Heute ist Mittwoch. Mittwoch, der 23.12.2015. Und na, seid ihr aufgeregt? Morgen gibt's Geschenke, oder? Was auf den Arsch mit der Route. Mein letzter Arbeitstag, morgen übermorgen habe ich frei. Morgen früh fahre ich in die Uckermark. Aber heute Abend muss ich dringend noch die Wäsche zusammenlegen und wegpacken. Wollte ich irgendwie schon seit Tagen, schaffe ich nicht. Und jetzt ist es auch schon wieder 10 vor 11. Ja, 10 vor 11. Und ja, um 12 habe ich wieder Dienst, muss also gleich zur Arbeit. Abwaschen muss ich auch noch. Das wird heute entweder eine lange Nacht, weil das Video muss ja auch noch geschnitten werden. Oder ich komme morgen nicht so früh los, wie ich will. Oder Möglichkeit 3, ich stehe morgen sehr früh auf und erledige dann alles. Naja. Keine Ahnung. Jetzt muss ich aber erstmal unter die Dusche und mich fertig machen, weil ich muss zur Arbeit. Das wird wieder ein, ja, ich muss sehen, was ich aufnehmen kann. Ihr wisst ja. Bisschen durch, irgendwie habe ich keine Lust mehr aufzunehmen oder so. Aber der Vlog von heute war auch wieder so mau, dass es auch scheiße ist. Weil ich vormittag irgendwie auch wieder nichts geschafft, weil ich ja wieder um 12 anfangen musste und naja, auf Arbeit, ich weiß nicht, das findet ihr auch nicht mehr spannend, aber was soll ich machen? Das ist mein Leben. Naja, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass viele Künstler so Tour-Vlogs machen. Meistens nennen sie sogar Blogs, meinen aber YouTube-Videos. Und manche davon sind gut, unterhaltsam, kann man sich angucken. Manche davon sind so, da fragt sich warum oder was das soll das werden. Aber gut, das fragen sich viele Leute bei meinen Vlogs wahrscheinlich auch. Naja, aber irgendwie ist es zum Trend geworden, die letzte Zeit. Und ja, ich frag mich, wie das so abläuft. Es steht dann der Manager da und sagt, ey, Jungs, Mädels, geht jetzt nächste Woche auf Tour. Wir machen da jetzt Videos von und stellen die auf YouTube. Ich meine, der Sinn dahinter ist klar. Die Fans von der Band, dem Künstler, der Künstlerin, wer noch immer, sehen die Videos. Und da werden natürlich immer die nächsten Termine für die Tour promotet. Und sie hoffen natürlich, dass die Fans Karten kaufen und dann zum nächsten Konzert in der Nähe ihrer Stadt da kommen oder so. Aber naja, ich weiß nicht. Manche davon sind echt so, boah. Nee, manche sind echt so, da würde ich, also ich persönlich würde da nicht auf die Idee kommen, okay, da muss ich unbedingt hin. Aber das zählt jetzt so, weil ich kein Fan der jeweiligen Band bin, wo ich die gesehen habe oder so. Als Fan wäre das wahrscheinlich was anderes. Aber es ist lustig, finde ich, wenn sie es dann immer so Tour-Blog nennen und dann ist es halt Video auf YouTube. Ich würde nicht mehr sagen, dass es ein Vlog ist, weil ich finde, ein Vlog ist es oder wäre es, wenn sie es selber schneiden würden. Erstens sitzen da irgendwelche Leute hinter den Kameras, die alles aufnehmen. Die filmen ja sehr selten selbst, so wie ich das, also von denen, die ich gesehen habe.
Und ja, dann setzt sich irgendwann einer hin und schneidet das Video für die und stellt es dann online. Und also ich will ja nicht sagen, dass es schlecht ist oder so. Um Gottes Willen, sollen sie machen, wie sie wollen. Klar. Mir ist nur aufgefallen, dass es in letzter Zeit mehr geworden ist und ja, finde ich ganz interessant. Ja, mehr habe ich heute nicht zu sagen. Ich muss jetzt hier auch dringend noch, ja, ich muss die Falze importieren, ich muss das Video fertig schneiden, damit ich das morgen früh veröffentlichen kann. Ich muss noch gucken, was ich an Klamotten einpacke. Ich meine, ich bin nur ja, eigentlich eine Nacht weg, von daher muss ich auch nicht so viel mitnehmen. Naja, muss hier noch ein bisschen klar Schiff machen. Abgewaschen habe ich noch nicht, die Wäsche liegt da immer noch rum. Ja, also von daher, was soll ich mir jetzt hier aus den Fingern saugen? Tut mir leid, dass der Vlog heute wieder ein bisschen mau war, aber diese 12-Uhr-Schichten sind doof zum Vloggen und ja, so ist es halt, ne? Okay, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis morgen. Und ich gebe mir Mühe, dass morgen wieder mehr passiert und es spannender ist. Tschüss. Hier die Beschreibung kennen abgefräst habe und hier die Kamera bezeichnen. Entfernt haben.